Tja, da bin ich hier nun wieder und man sieht nichts. Es ist alles genau so, wie es war. Hab ja gesagt, dieses Mal wollte ich mal versuchen, so ein bisschen was zu bauen, auch tatsächlich, was da irgendwo verwendet werden kann. Dazu wollte ich gleich dann nochmal irgendwann Pisten machen, wollte aber vorher mal eben im Keller nachschauen. Oh, und ich sehe gerade, es übersteuert gerade alles so ein kleines bisschen wieder. Warte mal kurz. Da kann man runterregeln, hoffentlich. La 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 la. Ja, nun sollte besser sein. Zumindest ein kleines bisschen. Na, noch ein Stückchen runtergehen hier. So, jetzt sollte besser sein. Falls nicht, tut mir leid. Es ist sehr viel rot, aber das muss wohl so sein. So, dann. Nee. Der Weg, der Hintenweg. Ich wollte hier nämlich einfach mal gucken. Ich habe ja hier irgendwo, war doch hier noch so eine Öffnung nach irgendwo hin. Oder habe ich die aus zugebaut inzwischen? Es kann natürlich. Wo war die noch? Ich glaube, die war hier hinter, ne? Dann lohnt sich hier nicht. Schade. Ich weiß nicht, wohin mit der Pistentür. Ich will nämlich eine Pistentür bauen. Ich guck noch mal hier. Oh. Eigentlich könnte ich die auch hier so als Geheimtür. Hier. Na gut, hier wäre sehr einfach. An allerseits. Allerseits. Genau. Andererseits. Ja. Wäre natürlich auch nicht so schlimm, weil für den Anfang ist, glaube ich, ganz gut, dass es einfach ist. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Guck mal, hier ist doch. Ah, okay. Nee, ich glaube, hier so die Ecktür ist, glaube ich, das Einfachste. Ich meine, hier kommen dann einfach hier zwei Pistons rein und dann schieben die halt die Wand wieder zu, ne? Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir hier so ein bisschen Platz machen für den ganzen Verkabelungskram. Und dann gucken wir nämlich gleich mal. Ich habe immer noch so viel Scheiße dabei. Und Schrank habe ich auch noch dabei. So rum. Dann zu und zu. Ja, gut, es wird halt wirklich sehr, sehr billig, ne? Aber dafür ist es dann. Komm, ey. So. Dafür ist es dann aber auch voll funktionsfähig. Dann kann man hier dann wahrscheinlich irgendwie runtergraben und da gucke ich dann gleich mal, wie wir das machen. Mir geht es vor allen Dingen erstmal darum, dass wir mal einen Pisten bauen. Oder zwei in dem Fall. Und dann auch mal gucken, wie das so von der Performance her läuft. Pisten. Gucken wir noch mal. Den brauchen wir. So, weg damit. Ja, noch mal so da rein. So, wir brauchen Kleber und wir brauchen den Pisten. Dann gucken wir noch mal. Fangen wir mal mit dem Kleber an. Ich glaube, der ist einfacher. Ja, ich denke, das kriege ich hin. So, einmal zurück. Ach, ist das nicht schön, sie leuchtet. Ah, so. Aua. Also, Setzling kommt rein, das Fleisch kommt raus. Da kann ich gleich mal ein Häppchen von essen. Und ein Schlückchen trinken sollte ich vielleicht auch. So. Und oh, ist wieder voll. So, gut. Also Kleber habe ich. Dann brauche ich. Das kommt wieder in die Tonne. Ach, da kriege ich auch jedes Mal zwei raus. Okay. Und den Piston. Den bauen wir. Nanu, das Rezept kenne ich doch irgendwoher. Ja, ich denke mal, den sollten. Ich noch hinbekommen. Das war mit Stein, genau. Bam, 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 bam. Bam. Was brauchte ich denn jetzt? Eisen brauchte ich, ne? Beziehungsweise Stahl. Mein Test wird mit Stahl gebaut. So, ein bisschen Holz machen. La 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 la. So, rein damit, rein damit. So.
Zwei Pistons. Mann, guck mal hier. Und dann nehmen wir auch mal drei, nein, zwei. Zweimal Kleber. Dafür kommt das mal hier rein. Ach komm, leck mich am Arsch. So. Zack, zack. Und schon habe ich zwei Pistons. Dann brauche ich einen Knopf. Weil Tür auf und so, ne? Button. Ja, Enter drücken ist nicht. Button geht. Ja. Button geht. Ja, ja, natürlich, klar. Weil ist so. Wir sind mein Test, wir sind was Besonderes. Buttons brauche ich zwei. Ja, ich will ja auch wieder rauskommen. Beziehungsweise will das dann auch von drinnen dann irgendwie schalten können. Mein Plan ist nämlich tatsächlich, mit den Buttons statt eines Schalters irgendwie lustige Sachen zu machen. Andersrum, ne? So rum. Nee, so rum? Nein? Ja, so. Gut, gleich ein paar mehr. Das ist in Ordnung. Und dann gehen wir einmal wieder runter. Nee, ich brauche noch Dingsstein hier, ne? Warte mal. Zwei. Shit, sind zu wenig. Ich muss doch noch mal ein bisschen Cobblestone holen. Ja, ich weiß, ich könnte auch die Kiste nehmen, aber muss hier noch ein bisschen größer machen, weil ich will ja auch irgendwie weiterkommen dann hier. Außerdem ist die Decke viel zu niedrig. So. Zack, zack. Was ist hier denn eigentlich? Ach, hier ist nur zu, okay. So. Ich denke mal, Cobblestone ist ausreichend. Und jetzt kann ich ihn auch aufsammeln. So, gut. Dann wieder einmal nach oben gehuscht. Miau. Rennrauto. Das hat nach wie vor niemand lustig gefunden. So, kurz warten. Und schon haben wir ausreichend Steine für alles Mögliche. So, dann wollen wir hier mal eben... Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen. Die brauchen wir ja nur erstmal nicht mehr, die ganzen Logikgatter. Hab letztes Mal übrigens Quatsch erzählt. Wo haben wir sie? Bei einer Diode kann man weder links noch rechts irgendwas anschließen. Das war einfach nur Bullshit von mir. Kannst natürlich nur einen Eingang und Ausgang nutzen. Ja, weil ist so. Gott, das übersteuert hier echt die ganze Zeit. Warte mal, ich mach mal noch leiser. Ist schon leise. Leise, laut, laut. Hallo? Hallo? Ja, gut. Ja, jetzt sollte... Übersteuert immer noch. Egal. Ich hoffe, die Übersteuerungen halten sich in Grenzen und falls nicht, tut's mir leid. Aber Ton und Linux ist Kriegsfuß und so. Ich glaube, das wird nichts mehr. Einmal runter. Ich könnte ja auch einfach ein bisschen leiser sprechen. Dann hört man nämlich ganz wenig nur von der Stimme. Und es klingt ein bisschen creepy, aber okay. So, Pisten rein, Pisten rein. So, nee, zu nah dran an der... Zu nah dran an der Tür. Der muss hier hin und hier hin. Dann brauche ich hier vorne. So. Hier wird natürlich zugebaut, dass hier so ein Gang entsteht. So und so und so und so. Das wird nachher alles schön zugemacht hier, dass man hier einmal so kurz um die Ecke geht und dann hier in eine... hier dann irgendwie in so einen größeren Bereich reinkommt. Und man sieht dann eben von der Wand weder was, von der Tür weder was, wenn sie zu ist, noch wenn sie auf ist. So, nur hier eben einmal kurz. So. Ups, so. Den Button tue ich mal hier hinten hin. Oh, guck mal, der leuchtet dann. Na gut, das ist natürlich auch wieder geil, ne? Wenn man den drückt, dann leuchtet der kurz. Die Verkabelung müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie wir das machen. Erstmal muss hier hinten dann natürlich so ein bisschen Platz gemacht werden wieder. Ah, mal schön, dass das hier alles Erde ist. Es wird dann so ein kleiner Technikraum hier. Nur doch kurz mal gucken. Wo bin ich denn da überhaupt? Bin ich richtig auf der Höhe hier? Nee, hier, einen davor, okay. So, also, zack. Miese Dings auswählen. Oh, guck mal hier, der connected, das ist geil.
Und dann kann man hier einfach einmal sich anschließen. Sich anschließen. Okay, vielleicht reicht das ja schon. Ja. Ups. Nee, linke Maustaste. Guck mal, dann ist zu und dann ist auf. Dann ist zu und auf. Performancemäßig geht das. Allerdings, Tür ist jetzt auf, das ist ja irgendwie sinnlos. Ich hab aber da oben mal was vorbereitet. In dem anderen Spiel würde ich da jetzt eine Fackel irgendwie dran setzen. Aber wir sind ja nicht in diesem anderen Spiel. Deswegen, wir haben ein Not-Gate. Dieses Not-Gate wird jetzt mal seiner Bestimmung zugeführt. Und zwar hier an dieser Stelle. Gut, da muss ich mich dran gewöhnen. So. Dann ist nämlich hier, ne? Habe ich ja letztes Mal erklärt. Signal, kein Signal. Andersrum. Kein Signal, 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 kein Signal. Von daher komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Schön, ja. Allerdings, brauche ich ja noch einen weiteren Weg hier noch irgendwie durchzukommen. Das heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich isoliertes Mesokon, um dann hier... Aber wir sind ja heute mal nicht so. Weil dann könnte ich wahrscheinlich hier irgendwie dran vorbei. Andererseits könnte ich natürlich auch einfach schnell mal isoliertes Mesokon machen. Weil den anderen Schalter, den wollte ich hier eigentlich ganz gern anbringen. Musste dann hier aber einmal vorbei, damit ich mich hier hinten ran connecten kann. Um hier nicht noch so ein Gate zu verschwenden. Das bedeutet, ich mache hier erstmal wieder die Erde rein. Und dann schauen wir doch mal. Ja, ich komm, drauf hier Schisse. So, und Tür wieder zu. Ah, schon schön. So, dann Mesekon. Ja, die Mesekon Corner, das hier. Insulated Mesokon. Da brauche ich doch das garantiertes Fiber dazu. Oh Gott. Gut, da gibt es dann aber auch drei für. Fiber. Dann müssen wir mal schauen. Fiber geht aus Kleber. Okay, Kleber habe ich noch über. Komm, hier, ein bisschen Fiber. So. Zwei. Nee, oh, sechs. Okay, gut. Reicht, danke. Meine Güte, ach, da sind schon noch mehr gekommen. So, dann hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Dreimal. Müsste reichen, oder? Ups, ai, die Performance ist mal wieder so runter auf, oh, das war knapp. Auf ganz wenig FPS. So, das. Ey, wie uncool. Das. Ah, guck hier, so. Hier kann normales dran. Ja, dann connectet das nämlich hier hinten hin. Hier ist dann gleich der Schalter dran. Das bedeutet, den habe ich jetzt, glaube ich, weggelegt, ne? Oder? Nicht? Oder doch? Das Knöpfchen, komm hier, scheißegal. Ich mache 9. Ich habe jetzt keinen. Da, so rum. So, nee. Nein, hörst du mal auf? Nein, hörst du? Sag mal. Muss ich erst wieder grob werden zu dir? Warte mal, kurz mal hier etwas genehmigen. Ja, da bin ich wieder ein bisschen betrunken. So, apropos betrunken, ich habe noch Energy Drink. So, dann Schilder mal ran. Ja gut, okay, vielleicht geht's trotzdem. Nein, geht nicht. Weil, ist so. Das ist doch doof, das ist doch doof, warum geht es denn nicht? Muss ich wahrscheinlich andersrum machen und dann nicht? Ach guck, das ist doch doof.
Weil wenn ich jetzt hier einen normalen dran mache, dann connectet der nicht. Das heißt... Juhu! Jetzt habe ich es kaputt gemacht. okay. Warum der jetzt hier nicht... ich weiß es nicht. Na gut, ist egal. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert dasselbe. So, jetzt habe ich rein theoretisch, wenn ich mich ganz schnell beeil... Upsa. Komme ich raus. Und wenn ich mich ganz schnell beeil, komme ich auch wieder rein. Der Intervall ist natürlich doch deutlich zu lang. Das bedeutet hier... Direkt nach dem Ding vielleicht sogar, müsste noch einen, so ein Verzögerungsteil rein. Ich habe erst ganz kurz überlegt, ob ich vielleicht einen Flipflop baue. Dachte mir aber eigentlich, nö, warum? Ich kann ja auch einen Verzögerer nutzen. Dazu muss ich nur kurz mal gucken, wie der ging. Den gibt's nämlich hier auch. Die Layer. Ja, so. Fackel. Gar nicht lang fackeln, ne? So, die Layer. Da müssen wir nochmal gucken, ob man den direkt an so ein Gate anschließen kann. Aua. Aber es passiert nichts, wenn man drin stecken bleibt, ne? So. Wahrscheinlich auch wieder seitlich. Ja, seitlich. So, also, die Layer ist mit... Man sieht hier die Dings. Wenn ich jetzt nämlich drauf drücke. Ja. Passiert nichts. Jetzt. Ist immer noch zu kurz, ne? Ich mach doch einen Flipflop. Das bedeutet, wir brauchen... ja, was brauchen wir eigentlich für einen Flipflop? Weiß ich gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Ja. Und wir brauchen auch ein bisschen Licht, damit man was sehen kann hier. Ist ja grauenvoll. Das tauschen wir mal aus. Hier hin. Oh, Kohle. Geil. So. Und dann machen wir uns hier ein bisschen Platz. Und dann müssen wir mal schauen. Ein Flipflop. In dem anderen Spiel wüsste ich noch, wie das geht. In meinem Test weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich würde aber sagen, das finde ich mal raus bis zur nächsten Woche. Und bis dahin bleibe ich einfach hier in diesem Technikraum stehen. Ne? Das heißt, das Video... bricht an dieser Stelle einfach ab und wir sehen uns nächste Woche. Tschö!